Apropos, heiraten wollten die mittlerweile 14-jährige Jungmutter Jasmin und der 16-jährige Kindesvater Dominik eigentlich auch. Doch hier scheint dieser Zug wohl endgültig abgefahren zu sein. Jasmins beste Freundin Lisa bekommt ein Update. Seht ihr es euch jetzt noch? Ja, halt samstags, wenn er jetzt so um eins kommt, ich mach mich da grad fertig. Wenn er bei der Tiere geht, sehe ich ihn. Aber ich rede noch nichts mit ihm. Ich sag nicht mal Hallo. Ich tue so, als da der Grund durchstehen. Ich bin mit Dominik getrennt. Schon länger gab es Probleme wegen anderer Mädels und deshalb auch schon eine vorübergehende Trennung. Mit ihm komme ich sicher nicht nochmal zusammen. Ich meine, er sagt schon Hallo und wie es mir geht, schau ich noch und drehe weiter. Es macht mich schon fertig, wenn ich nur sehe. Nicht, dass ich jetzt wieder Gefühle für ihn kriege, sondern auch einfach, weil es mich schon zuwider macht, dass ich das Gesicht sehe. Wie wer mit mir eine Familie haben kann, im Endeffekt. Und nicht einmal circa weiß, was eine Familie ist, die das Gefühl hat für jeden, der was vorbeiläuft. Eigentlich Schluss gemacht haben wir aus dem Grund, weil er immer angestritten hat, dass er mit Mädels schreibt. Hat aber mit ihnen geschrieben. Und ihm schon genug Chancen gegeben. Ich glaube, das reicht. Wenn er jetzt 5, 6 Chancen jetzt nicht dann hat können, wird er es jetzt auch noch schaffen. Also am Anfang ist mir nicht leicht gefallen. Ich bin Weg zum Kommen. Ja, man ist am Anfang aber anscheinend viel leichter gegangen. Und jetzt mit der Zeit geht es mir eigentlich super mit der Sache. Also ich vermisse ihn eigentlich so jetzt nicht mehr. Und jetzt habe ich so das Gefühl, hätte er mich gern wieder. Aber ich bin mit dem Ganzen schon geschlossen. Beziehungsweise mit ihm. Wie geht's dir jetzt allein? Ja. Irgendwann. Allein mit dem Kind. Ich wollte eigentlich es immer wieder mit ihm probieren, weil ich eigentlich doch Hoffnung gehabt habe. Aber er hat mich angegangen. Das hat mich extrem gestört, aber nicht so, dass ich sage, ich mach Schluss. Aber dann ist er immer mit immer ärgeren Lügen dahergekommen und dann ist mir das zu blöd geworden. Dann hat er eine Freundin von mir kennengelernt. Dann hat er mit der da angeschrieben. Und ja, dann haben wir gedacht, also mir reicht's. Weil es hilft sich nicht, wenn ich mit ihm zusammen sein will. Und er im Endeffekt nicht nur mich will. Muss ich an die Kleine auch denken, der Kleine wird so super damit gehen. Es tut mir schon weh, dass es so stark gegen früher geändert hat. Aber kann er nichts drin ändern. Früher war er da und er hat mich unterstützt. Auch wie die Kleine auf der Welt war, hat alles gepasst. Aber dann ein paar Wochen darauf hat er sich komplett verändert. Zu mir gegenüber ist er dann abweisend worden und mir ist so vorgekommen, als brauche er da einfach nur, wenn der noch was haben kann. Und nicht, dass ich es nicht geben hätte können, aber ich wollte es einfach nicht geben. Weil ich brauche keinen, der was nur auf das aus ist. Weil es gibt genug andere Weiber, die was genauso denken werden, dann soll er zu dir gehen. Und ich will aber einen, der was mich gern hat und der was nicht nur das will. Bei der 14-jährigen Jungmutter Jasmin hat sie aufgehört, die Beziehung mit Kindesvater Dominik. Sie hat sich endgültig von dem 16-Jährigen getrennt. Und hat der Dominik jetzt eine neue? Ja, die eine, was ich da damals erzählt habe, mit der, was er geschrieben hat, wie wir zusammen waren. Wo er gesagt hat, er mag es nicht, wie ich immer mit ihm gestritten habe. Wo er gesagt hat, er mag den nicht und er darf mich nie gegen den ersetzen. Ja, jetzt ist er mit ihm zusammen. Mama. Und ich habe immer gesagt, er steht auf sich, der so nah, wie das nur sagen kann. Das hat mich schon extrem gestört. Aber dann, während sie zusammen waren, hat er mir dann geschrieben, ich liebe dich und er will mit zurückkommen. Und dann wollte ich mal gemeinsam und habe ihr das alles gesagt. Weil er hat mich immer angelangt. Und warum sollte ich mich mit Lügen rächen, wenn ich ihr einfach die Wahrheit sagen kann? Und er hat ein Audio gesendet, wo er gesagt hat, ich liebe dich. Und weil ich die Zeit und das Datum dabei gehabt habe, habe ich sie gesagt. Und jetzt sind sie aus dem Grund eigentlich nicht mehr zusammen. Hast du ja gefunden, dass wir zusammengepasst haben? Naja, nicht wirklich, gell? Ja. Dabei wollten die beiden doch heiraten. Kurz nach Stefanis Geburt machte Dominik seiner Jasmin einen Antrag. Ja, so sympathisch war er zu meiner Freundin.
Es hat nicht mehr gestört, dass ich mit dir unterwegs war. Da hat er sich immer aufgeregt. Na, du verbringst mehr Zeit mit deiner Freundin als mit mir. Ja. Obwohl er nicht gestanden ist, jetzt mal. Ja. Also ich finde schon, dass es gut ist, dass sie getrennt haben. Obwohl er der Vater vom Kind ist, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Für die Steffi tut es mir extrem leid. Ich habe eigentlich immer nur die Steffi doch dafür, wenn so viele Chancen geben. Weil sie ist auch extrem arm, weil sie sucht den Papa die ganze Woche lang. Es ist genau, wo ist Papa, wo ist der Papa? Und da kommt mir oft schon das Tränen einfach, weil ich nicht, wie soll ich ihr das erklären? Ja, Papa ist gemein und ist nicht da. Sie muss den Eindruck vom Papa machen. Ich finde, er ist gemein. Was sie von ihm denkt, ist, dass sie damals groß ist. Aber ich hoffe halt, dass so der Wahl klarkommt und dass sie sich nicht falsch entscheidet in ihrem Leben. Weil bis jetzt war er zwar schon doof für sie, aber nicht so. Also hoffe ich, dass er mal bei mir bleiben wird, wenn es groß ist. Nicht sagt, ja, okay, ich geh zum Papa. In Pinkerfeld hat die 14-jährige Jungmutter Jasmin nach der Trennung von Kindesvater Dominik Besuch von ihrer besten Lisa und einem neuen Freund. Jetzt triffst du ihn mit ihm. Wie läuft's mit ihm? Ja, es läuft mit ihm eigentlich auch gut. Sein Bruder ist ein Teenager, wird Mütterfan, dadurch hat er mich erkannt. Dann sind wir halt so ins Rennen gekommen, dass er einen Neffen hat und so. Und dass er sich gut mit Kindern auskennt und dass er Kinder gern hat. Und ja, dann ist mir halt aufgefallen, dass wir die gleichen Interessen haben und so. Ja, dann haben wir sie getroffen. Und ich hoffe halt, dass was wird. Da wollte ich zuerst mich distanzieren, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass ich mich in ihm verliebt habe. Und dann habe ich mir gedacht, nein, nicht schon wieder. Und dann ist eigentlich aber die Laura gekommen und da angefangen, du magst ihn, gell? Und ich so, nein, das ist euer. Und dann hat sie gesagt, es ist nicht schlimm, es wird schon nicht so schlimm sein, sag ich mal. Weil vor was soll ich mich fürchten? Jeder Bull ist nicht der Dominik. Und ja, jetzt probiere ich es halt mal. Mag er die Steffi? Ja, er mag die Steffi auch gern. Sie mag er auch. Halt, man merkt es, weil sie lacht nicht mehr an. Und er kann es. Er kann auch gut mit ihr umgehen. Er war nicht so wie die anderen Buben, der hat gesagt, ja, sie meinen Kinder. Aus dem Grund, weil sie gewusst haben, dass ich ein Kind habe, sondern er hat nicht einmal gewusst, dass ich eins habe. So wie ich ihm dann erzählt. Er hat das gleiche geredet von seinem Neffen, wie gern, dass er ein Kind hat. Das hat mich an ihm fasziniert. Am besten war es halt, wenn er es aufnimmt, als wäre es sein eigenes Kind, weil irgendwie braucht sie ja einen Papa. Ihm vertraue ich, weil ich weiß, dass er mich mag. Und das ist auch so ein anderes Gefühl, keine Ahnung. Liebe, aber nur auf irgendeine andere Weise, keine Ahnung. Kannst du nicht beschreiben. Nahe kommen sind wir sie ein Puzzle. Und verhüten du jetzt nicht, weil ich hab die Pille nicht vertragen. Und brauche ich zurzeit nicht, weil ich mich jetzt sowieso dass das nächste halbe Jahr oder so nichts passiert. Mehr brauche ich nicht, sofern er bei mir ist und wenn normal nicht mal Land liegen können, reicht's mir schon. Ich hoffe, dass es halt was wird. Ich hoffe es für dich auch. Bei mir wäre ein super Gefühl. Also ich hoffe, dass es halten wird. Ich meine, zu 100% kann ich es nicht sagen, aber ich hoffe es. Im burgenländischen Pinkerfeld wartet die 14-jährige alleinerziehende Mama Jasmin auf ihre beste Freundin. Die kleine Stefanie ist mittlerweile fast 1,5 Jahre alt und der ganze Stolz der Schülerin. Die Kleine ist schon sehr aktiv. Sie läuft schon und redet schon alles. Der Tagesablauf ist schon ganz anders. Und sie kriegt ja schon Backenzähne. Und die tun extrem weh. Ja, so ein Kind ist schon eine große Herausforderung, die Jasmin bravourös meistert. Hier ist sie übrigens, Jasmins Beste. Und hast du jetzt schon alle Bewerbungen geschrieben? Ja. Aber ich muss halt nur mehr ausführen. Und wo bist du überall also hin? Ja, in der Nähe von Bingefeld war es halt klasse wegen der Kleinen. Zuerst wollte ich ja Tierärztin werden, aber das ist dann nicht so gegangen wie ich wollte, weil die Plätze halt, man kriegt nicht so schnell einen Arbeitsplatz. Und weil mir gefällt auch Einzelhandelskauffrau gut, habe ich mich für Einzelhandelskauffrau entschieden. Und in welchem Bereich soll ich halt so? Ja, Kosmetik oder so für Kinder. Halt am liebsten Kosmetiker. Kinder ist auch ja, cool. Du kannst sehr gut schwimmen. Du kennst sehr gut aus mit solchen Sachen. Ich mag auch das gern, dass ich Leute helfen kann. Halt beraten und so.
Und dafür möchte ich gerne in die Kosmetikabteilung. Oder wenn du nichts freist, in die Kinderabteilung, weil mir bei Kinder halt beim Kinderzeug auch gut auskennen. Also ich finde es schon gut, dass sie jetzt auf eigene Beine stellen will. Ich glaube, man macht sich mehr Gedanken, wenn man ein Kind hat, dass man auch jetzt schnell findet, als wenn ich die Kleine nicht hätte. Weil das ist eine Entscheidung für mein Leben. Ist schon arg, dass wir nur mehr ein halbes Jahr haben. Ja, dann sehe ich dich nicht mehr so oft. Ja. Ich hoffe, dass wir sie dann trotzdem noch sehen. Kommst du dann immer zu mir? Muss bei mir schlafen. Die beiden Mädels besuchen die gleiche Schule. Doch nicht nur Lisa wird Jasmin in Zukunft nicht mehr so oft sehen, wenn für sie die Arbeitswelt beginnt. Du bist ja dann auch weg, wenn du in die Berufsschule musst. Da muss ich ganze Woche draußen bleiben. Hätte ich meine Eltern nicht da, dass ich sie nicht mehr kennen. Ja, ich hoffe, dass ich das halt auch selber überwind, dass ich eine Woche ohne meine Kleine bin. Ich glaube, ich müsste halt eine Woche im Monat auf Eisenstadt und du müsstest dann bleiben. Und wie machst du es jetzt mit der Kleinen, wenn du so lange weg bist? Gibt es in die Kindergärten oder so? Naja, eigentlich möchte ich das bei meinen Eltern daheim lassen. Und weil ich dazu das Herz bringe, dass meine Kleine zu fremde Leute in die Kindergärten geht. Wenn ich dann arbeiten bin, muss ich mir zwar schon überlegen, wie ich das mache mit der Kleinen, weil ich ja doch länger arbeite, als wo ich jetzt schuld bin. Durch muss man. Schließlich geht es ja darum, dass die Kleine dann auch eine gute Zukunft kriegt. Da kann ich jetzt nicht sagen, nein, ich will jetzt nicht weg und geht nicht. Weil schließlich muss ich ja für sie da sein. Was ist, Schatzi?